Ihre Niederlage war deutlich. Und doch verbreitet Kamala Harris gestern Abend vor ihren Anhängern Zuversicht. Es sei das grundlegende Prinzip der Demokratie, Wahlergebnisse anzuerkennen. You have the capacity. Ihr alle habt die Fähigkeit, außergewöhnlich Gutes zu tun in der Welt. Also an alle, die zuhören, verzweifelt nicht. Dies ist nicht die Zeit dafür, sondern Zeit, die Ärmel hochzukrempeln. Joe Biden wendet sich heute ans Volk, lobt Harris' Wahlkampf als inspirierend und verspricht eine friedliche Übergabe der Macht. Wir akzeptieren die Wahl des Landes. Wie ich oft sagte, man kann sein Land nicht nur lieben, wenn man gewinnt. Man kann seinen Nachbarn nicht nur lieben, wenn man übereinstimmt. Vor dem Trump Tower in New York feiern gestern dessen Fans. Donald Trump selbst hat sich nach Mar-a-Lago zurückgezogen, wo er telefonisch Glückwünsche aus aller Welt entgegennimmt und die Amtsübernahme im Januar vorbereitet. Trump wird mit großer Gestaltungsmacht in seine zweite Amtszeit starten. Die Mehrheit im Senat haben seine Republikaner sicher. Und auch wenn die Auszählung für das Repräsentantenhaus noch Wochen dauern wird, sieht es so aus, als ob auch diese zweite Parlamentskammer in republikanischen Händen bleibt.